Fahren tut sich das richtig geil, muss ich sagen. Ja, mit dem tänzelst du übers Wasser. Hey. Oh, richtig geiles Paddelwetter. Im September 2019 hat mich der Steve besucht und er hat das neue Gomotex Rush zum Testpaddeln mitgebracht. Mit dabei war auch der Viertler mit dem Swing und ich habe mein Helios-Bike gesteuert. Und so hat auf der Tour jeder mal jedes Boot ausprobieren können. Als Teststrecke haben wir uns die Isar von Oberföhring bis Freising rausgesucht. Die Strecke ist 29 Kilometer lang und hat 40 Sollrampen, von denen ich manche sogar Wildwasserstufen 3 erreiche. Was machen wir heute? Guten Tag, Leute. Wir fahren auf der Isar, Oberföhring bis Freising. Von der Strecke habe ich nicht wirklich viel Ahnung, ich weiß, was der Simon. Passt. Mir geht es nur darum, dass er nicht reinfliegt. Ja, dann schauen wir mal. Oberhalb vom Oberföhringer Wehr ist aus Sicherheitsgründen die Befahrung der Isar auf fast 10 Kilometer verboten. An dem Wehr zweigt rechts der mittlere Isarkanal ab, der erst nach 64 Kilometer wieder in die Isar mündet und die rund 100 Höhenmeter zur Energiegewinnung nutzt. Zum Glück gibt es an dem Wehr Restwasserabgabe, die verhindert, dass die Isar auf der Folgestrecke trocken fällt und die Menge reicht dann nochmal ganzjährig fürs Kajakfahren aus. Ich bei meinem Mann war ja auch mit Überdruck gefahren. Ja. Aber mein Boot fühlt sich nicht so wie deiner, da muss ich noch was reinpumpen. Ja, aber auch, ja. Da stehen ja die Madeln. Die stehen ja Schlange, wenn sie die so sehen. Schaut nicht schlecht aus, oder? Schaut super aus. Fällt mir ganz gut. Das Rush ist in der Bauart recht ähnlich wie das Swing, ist aber um 39 cm länger, 6 cm schmäler und nur in Schwarz statt Rot oder Grün erhältlich. Weiter hat das Rush einen Hochdruckboden mit einem Wulst für einen verbesserten Lauf und ein abnehmbares Verdeck, aber zum Glück ohne die wasserdurchlässigen Reißverschlüsse wie am Swing. Oh, ich glaube, dein ist schon schneller, ha? Simon, kannst du mit dem Ding? Geht nicht. Nein, ich glaube, da werden wir jetzt doch in den Helm aufsetzen. Ne? Steve, jetzt gefällt mir wieder. Vorher hat man die nicht anschauen können. Halt die Goschen! Direkt unterhalb von der Sollrampen finden wir rechts eine gute Einstiegsstelle, wo wir das letzte Mal die Befahrung der Stufenstrecke gestartet haben. Man ist ja ziemlich genau 1 Kilometer von der S-Bahn-Haltestelle und der Föhring weg und somit kann man die Einstiegsstelle gut erreichen, wenn man mit den Öffentlichen anreist. So. Machen wir Mittagspause, Herr Steve. Ja, willst du da rein, oder? Es muss schon zart sein, sonst darf er nicht so lang schauen. Schaut brutal aus. Ihr müsst euch wieder selber anschauen. Siehst du auch nicht viel. Die Wolzen siehst du gar nicht, wo ich da vorher gesehen habe. Die ist da, oder? Und da siehst du, dass da fast der Storner drin ist. Ja, nein. Also für mich schon erledigt. Ich werde dreien. Ich glaube, ich dreie das auch. Hier sieht man nochmal gut die Verblockung im Auslauf, die uns abgehalten hat, die Stufen zu fahren. Da ohne Kenterung durchzukommen, war extrem schwierig gewesen. Und es war die richtige Entscheidung, die Stufen lieber zu dreideln. Tauschen wir mal Boot, oder? Machen wir das. Steigst schon ein, bredelt sicher.
Gut, ich glaube, ich trage es nochmal hoch. Jetzt hat die Schiene spritzdicken. Das ist ja leck. Ich glaube, da wird es mir einmal werfen. Vollgas oder wie? Oder normal? Also wenn, dann ist es minimal, aber viel nehmen sie nicht. Wer mag aufstehen und schauen? Das kann ich machen, weil ich bin schneller draußen. Ja, passt. Ich fahre voraus dann, ich traue dir dein Urteil. Das ist mega. Oh, der Steve, der. Geil, oder? Ja, die waren gar nicht so ohne. Das ist auch ein Zwarer. Ja, mindestens. Nein. Mal zu hoch. Es taugt mir einfach so viel mehr zum Fahren. Hä? Das ist. Was? Das ist so geil. Ja, das musst du einmal probieren. Aber vielleicht nicht in die Hexenschulraum. Na ja. Ihr braucht sie. Dann möchte er mich links hängen. Viertler, fahr mal an. Ja, aber da merkst du dann schon. Also ist ein bisschen wageln tut's. Der Mike ist sogar mal im Explorer, der ist 5 cm breiter wie das da jetzt. In der Mitte vom Traunsee zum Sorchen aufgestanden. Zeitlich. Das war's. Dann kann man's dazu die. Das ist eine schöne Abwechslung, weißt du, wenn da wieder das Kreuz wird durch von dem Sau unbequem sitzt. Ja. Dann stehst du halt an den Stand. Wenn du sitzt, den kannst du gleich anzünden. Mio! Die Lenzung. Steve wirft Lenzung an. Das ist ein Scheiß. Weißt du, die Glättverschlüsse nicht zugemacht hast? Ich hab's dir gesagt. Oh, lacht er. Ja, ich bin jetzt mit der Wendigkeit vom Rusher schon zurechtgekommen. Also es war, ich hab schon gemerkt, das im Helios hat man schon mehr getaucht. Ja, das ist richtig geil. Schon, gell? Was? Was sagt er? Träge ist. Das musst du anschauen. Ey.
der wird immer ein bisschen anfahren. Ja, genau. Unbedingt. Da kommt wieder einer. Seht's gleich neben auf. Dass man diese ganzen Stufen auf der Strecke überhaupt braucht, hat damit angefangen, dass man die Flüsse begradigt und kanalisiert hat, um Platz zum Gewinnen. Dadurch hat man aber in Kauf genommen, dass viele Pflanzen und Tiere einen Lebensraum verlieren, als natürlich Überschwemmungsgebiet weg ist und die Strömungsgeschwindigkeit zunimmt. Letzteres hat dann wiederum zur Folge, dass sich der Fluss immer weiter in sein Flussbett eingrabt, vor allem auch, weil von oben kaum Geschiebe nachkommt, da das von großen Wehre und Kraftwerke zurückgehalten wird. Dadurch sinkt aber dann auch der Grundwasserspiegel, was dazu führt, dass Wälder absterben, Moore austrocknen, aber auch die Landwirtschaft massiv erschwert wird. Um dem entgegenzuwirken, hat man dann ebenso senkrechte Abstürze errichtet, die den Fluss abbremsen und so die Eintiefung verhindern. Und hier erreichen wir gerade das Wehr bei Erching, wo sich 2017 noch so ein senkrechter Absturz befand. Problem ist, dass die Stromauf für Viehschnee passierbar sind, die so dann Laichgebiete nicht mehr erreichen können. Aber es sind auch für Menschen absolute Todesfallen. Um den Murks dann wieder auszugleichen, hat man dann zum Glück diese senkrechten Abstürze durch Rampen ersetzt. Und bei unserer Tour war der Umbau am Wehr Erching gerade noch im Gange. Der senkrechte Absturz war schon nicht mehr vorhanden, sodass das Querbauwerk fahrbar war. Allerdings war die Baustelle noch nicht abgeschlossen und danach befand sich noch ein Röhrendamm im Fluss, den man nicht zu nahe kommen sollte. Sobald der Umbau am Wehr Erching abgeschlossen ist, ist auch der letzte senkrechte Absturz zwischen Oberföhring und Freising Geschichte, was wirklich eine super Sache ist. Man kann nur hoffen, dass andere Länder, wo die Flüsse noch recht intakt sind, aus unseren Fehlern lernen. Auch wenn der Trend leider ein anderer ist. Oh. Na, dann tauschen wir mal wieder. Die Routen bin ich mehr oder weniger blind am Steve nachgefahren, bin aber ein bisschen zu weit links gekommen und voll auf den Stor drauf gemalt. Das Manöver hat dann sogar den Kipp sich am Panzer kurz ins Wackeln gebracht. Besser fahren wir die Solrampen aber einfach auf der linken Seite. Direkt danach finden wir rechts einen Parkplatz und damit eine potenzielle Ausstiegsstelle. Wir hatten aber noch vor, bis Freising weiter zu fahren, denn da kommen nur mal ein paar richtige Keiler. So wird es dann schlecht, wenn du das vorher anschaust. Fahren wir es einfach oder schauen wir so? Nein, ich fahre mal. Normal musst du links sehen. Rechts sieht man, wie der Steve an einem Stor hängen bleibt und dabei erst sein Paddel verliert und somit lässt sich die Kenterung nicht mehr verhindern. Im wackeligen Helios hat es da aber deutlich schwerer als der Viertler und ich in unsere Flugzeugträger. Als ich bei ihm vorbei bin, hat er mir zum Verstehen gegeben, dass alles in Ordnung ist. Aber ich soll doch schauen, dass ich die ganze Ausrüstung einsammeln kann und so bin ich weiter unserem Zeug hinterher. Servus. Ich glaube, ich komme da hinten raus. Danke.
Ich war nicht unter Wasser. Nein. Nein, ich bin eh mehr oder weniger rausgesprungen, weil es war so ein Stur, da bin ich da quer. Da habe ich schon gewusst, dass der Fest gehalten und das Boot weggerutscht. Ja. Genau. Das kannst du nur probieren, ne? Du weißt ja nicht, was das kommt. Ich habe gesagt, Hans links, nein, mittig rüber. Das zweite Mal am Nachtfahren, zweite Mal drüben. Die Routen lassen wir die nicht mehr aussuchen. Das dritte Mal werden wir nicht mehr aussuchen. Hans ist auch schon so. Das war die letzte Solrampe auf unserer Tour und damit will ich nur ein kurzes Fazit ziehen. Gut fahrbar war die Strecke mit alle drei Boote. Vergleiche ich das Rush mit den zwei anderen, so ist es aber ein Ticken schneller, läuft schöner und es hat vor allem im Vergleich zum Helios mehr Zuladung. Zusätzlich ist beim Rush das Cockpit dicht und durch den Hochdruckbonus recht formstabil, sodass ich mir erwarte, dass ich das auch bis WW3 problemlos fahren kann. Bei der Wendigkeit haben wir aber das Swing und das Helios die Nasen vorn. Und auch von der Langlebigkeit muss sich das Rush erst noch beweisen. Aber das wird sie dann eh in den nächsten Touren sagen. Denn inzwischen habe ich selber eins als Ersatz für meine Kapuzframura. So ein Dreck. Pack du eben da, das ist wirklich für Kanal.